الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Liebe Brüder und liebe Schwestern im Islam, dieser gesegnete Monat, der Monat, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn Ramadan eintritt, öffnen sich die Toren von der Barmherzigkeit. Achtet darauf, er sagt die Toren von der Barmherzigkeit und es werden die Toren von Höllenfeuer zugemacht und es werden die Satanen gefesselt und damit sind die großen Satanen gemeint, die Shaitan. Und diese Überlieferung hat Muslim in seiner Sahih-Sammlung rausgebracht. In diesem Hadith weist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Überlieferung auf die Toren der Barmherzigkeit. Was sind die Toren der Barmherzigkeit, die sich geöffnet haben? Denn wir müssen über die Barmherzigkeit von Allah SWT eine Sache und einen Fakt kennen. Der erste Fakt, die Barmherzigkeit von Allah SWT ist nicht nur in Ramadan. Denn die Barmherzigkeit Allah SWT umfasst alles in jede Zeit. Und auch außerhalb Ramadan, wie Allah SWT in seinem Buch gesagt hat, und meine Barmherzigkeit hat alles umfasst. Alles. Da kann die Barmherzigkeit von Allah SWT rein. Und in jeder Zeit, außer Ramadan, ist die Barmherzigkeit von Allah SWT verbreitet. Aber lasst uns wissen und lernen, was sind die Toren der Barmherzigkeit, die sich geöffnet haben, obwohl die Barmherzigkeit schon vor Ramadan von Allah SWT alles umfasst hat. Liebe Brüder und liebe Schwestern, hier die Barmherzigkeit von Allah SWT ist die Möglichkeit, dass man mehr von der Barmherzigkeit von Allah SWT bekommt. Mehr als sonst. Deswegen dieser gesegnete Monat öffnen sich Chancen, wo sich das nicht normalerweise öffnet, wo man viel von der Barmherzigkeit von Allah SWT bekommt, obwohl man immer schon in Barmherzigkeit von Allah SWT ist. Selbst der Kafir ist in Barmherzigkeit von Allah SWT. Er versorgt ihn, er lässt ihn essen und trinken, und das ist Barmherzigkeit von Allah SWT. Er schickt Regen, das ist Barmherzigkeit von Allah SWT. Aber der Gläubige hat eine extra Barmherzigkeit. Und selbst die Barmherzigkeit, die wir hier auf dieser Erde haben, ist ein Teil von 100 Teile von Barmherzigkeit. Die 99 Teile von Barmherzigkeit hat Allah SWT noch für uns als Überraschung. Für Yawm al-Qiyamah, wo Allah SWT diese Teile für seine gläubigen Diener gibt. Barmherzigkeit von Allah SWT ist sehr groß, hat alles umfasst. Und in diesem gesegneten Monat öffnen sich auch noch Türen von Barmherzigkeit. Diese Tore von Barmherzigkeit. Lasst uns mal in diesem gesegneten Monat schauen, was gibt es denn alles von Toren von Barmherzigkeit? Das erste Tor von Barmherzigkeit ist diese Herabsendung von dem Koran. Allah SWT beschreibt den Koran als Barmherzigkeit, die Allah SWT herabgesandt hat. Allah sagt, Ya ayyuha al-Nas, o ihr Menschen, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Euch ist eine Ermahnung von Allah SWT gekommen, von euren Herren. وَشِفَا لِمَا فِي الصُّدُورِ. Und es ist eine Heilung für das, was in euren Brüsten ist. وَهُدَى. Und es ist eine Rechtleitung. وَرَحْمَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Und es ist eine Barmherzigkeit für die Gläubigen. Was ist das? Der Koran. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Und wir senden herab von dem Koran, was Heilung und was Barmherzigkeit für die Gläubigen ist. Deswegen, Allah SWT beschreibt sein Buch als eine Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit, die hat Allah SWT in Laylatul Qadr, Tag der Vorherbestimmung, Allah SWT hat den Koran herabgesandt. Und Allah SWT hat diesen Monat, den Monat des Korans, gemacht. Warum Monat des Korans? Weil hier besonders kümmert man sich um den Koran. Mehr als sonst. Obwohl man immer in Kontakt mit dem Koran sein sollte. Aber in Ramadan mehr als sonst. So war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat er sich mit dem Koran mehr als sonst beschäftigt.
Die Salaf al-Salih, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die auf deren Weg gegangen sind, die haben sich immer mehr im Ramadan um diesem Buch gekümmert. Deswegen, das Buch an sich ist eine Barmherzigkeit. Für wen? Für die Gläubigen. Und in dem Buch drin sind sozusagen die Gründe für die Barmherzigkeit, die Mittel für die Barmherzigkeit. Wenn man dieses Buch befolgt, dann ist man in Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Man sucht die Barmherzigkeit in Befolgung von dieses Buch, das eigentlich eine Barmherzigkeit für uns ist. Und auch, wenn man jetzt Ramadan betrachtet und die Leute kommen zum Tarawih-Gebet, was hören sie, wenn sie sozusagen hinter dem Imam beten? Sie hören den Koran. Das Hören von Rezitation vom Koran ist eine Barmherzigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ, wenn der Koran gelesen wird, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Dann solltet ihr zuhören. Und solltet ihr schweigen, nicht während ihr zuhört, reden. Das ist allgemein. Immer, wenn Koran rezitiert wird, dann solltet ihr zuhören und schweigen, so dass Allah mit euch barmherzig wird. So dass ihr die Barmherzigkeit bekommt. Das heißt, das Hören vom Koran ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eine Tür, die sich geöffnet hat in diesem gesegneten Monat. Wenn man diesen Monat so sinnvoll ausnutzt, wie Allah subhanahu wa ta'ala es wohl gefällt. Deswegen, liebe Brüder, liebe Schwester, man sollte Koran hören. Man sollte zu diesem Tarawih-Gebet kommen und hören den Koran. Das ist ein Grund für die Barmherzigkeit, liebe Brüder und liebe Schwester. Noch ein Tor von Barmherzigkeit. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala den Koran als Barmherzigkeit bezeichnet hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Barmherzigkeit bezeichnet. Und hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich nur herabgesandt als Barmherzigkeit für alle Menschen, für alle Weltenbewohner. Das ist Barmherzigkeit für alle Weltenbewohner. Das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In seinem Charakter, in seinem Verhalten war er die Barmherzigkeit. In seiner Praxis für die Religion war er eine Barmherzigkeit. Er war ein Muster. Und nach seinem Tod gibt es immer noch eine Barmherzigkeit. Und zwar, wenn man ihn befolgt. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn geschickt, damit er ein Muster wird für die Gläubigen, damit er ein Beispiel wird für den Gläubigen. Nicht Ronaldo oder Ronaldinho oder all diese Namen, wo ich mich schäme, auf dem Minbar diese Namen zu nennen, sind unsere Vorbilder, sind diejenigen, wo wir Gefallen haben, wenn wir die sehen, oder Gefallen haben, wenn wir von ihnen was hören, oder ihre Nachrichten verfolgen, was mit denen passiert ist. Das ist eine beschämende Sache für einen Muslim, dass er solche Sachen verfolgt. Dass er verfolgt, was eine Mannschaft macht. Dass er verfolgt, wer gewonnen hat. Dass er verfolgt, was sozusagen die anderen von den Kuffar machen. Und vergisst seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vergisst die Barmherzigkeit, die Allah subhanahu wa ta'ala für alle Weltbewohner geschickt hat. Er weiß nicht, glaubt mir, es gibt Muslime, die wissen mehr über Fußballspiele als über ihren Beruf. Und das könnt ihr bestätigen. Es gibt Muslime, die können mehr, die wissen mehr über vielleicht den Begriff Fußball als über den Begriff Islam. Ist das nicht beschämend? Wir erwarten Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir in diesem Zustand sind. Liebe Brüder, liebe Schwestern, das ist unsere nächste Generation. Nächste Generation, was wird mit nächster Generation, die nichts über den Islam weiß, außer dem Wort Islam und außer den Klischees, Ramadan, Koran und sozusagen vielleicht Wudu, vielleicht Gebet, bekennt er als Begriff, aber als Praxis oder Regel oder sozusagen Leben von Islam, kennt er sehr wenig. Aber er kennt sich aus im Fußball. Er kennt sich aus in Schule. Er kennt sich aus über Schauspieler. Aber
kennt sich nicht über die Barmherzigkeit, die Allah SWT geschickt hat. Wofür hat Allah SWT diese Barmherzigkeit geschickt? Damit wir ihn befolgen. Und Allah SWT verspricht uns die Barmherzigkeit, die alles umfasst. Diese Barmherzigkeit, die alles umfasst, verspricht Allah wem? Sagt Allah SWT im Koran. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Meine Barmherzigkeit hat alles umfasst. فَسَأَكْتُبُهَا. Ich werde diese Barmherzigkeit, die alles umfasst, werde ich zuschreiben. Für wem? Sagt er, zu denjenigen, die gottesfürchtig sind, die fürchten und die die Zakat, die Almose abgeben und die an unsere Verse, an unsere Zeichen glauben, diejenigen, die den Gesandten folgen. Diejenigen, die den Gesandten folgen. Das heißt, das Befolgen von Prophet Muhammad in seiner Art und Weise, wie er gebetet hat, wie er gefastet hat, weil Fastenmonat ist ja ein Tor von Barmherzigkeit, die sich geöffnet hat. Welches Tor, liebe Brüder und liebe Schwestern, wenn wir dem Propheten Muhammad folgen, in seiner Art und Weise, wie er gefastet hat, wie er Ramadan verbracht hat, wie er sich bemüht hat, wie er letzten 10 Tage nochmal viel Gas gegeben hat, wie er sich von sozusagen anderen Dingen gelöst hat, von Dunya Sachen gelöst hat, wie er sich auf Ramadan konzentriert hat. Das ist ein Beispiel für uns. Wenn wir das folgen, wenn wir dem Propheten Muhammad folgen, dann ist das ein Grund für die Barmherzigkeit. Und noch eine Sache und ein Fakt. Der Prophet Muhammad muss man gehorchen in das, was er sagt. Viele heutzutage unterscheiden zwischen das, was im Koran gekommen ist und zwischen das, was von Hadith des Propheten Muhammad gekommen ist. Wenn ein Befehl im Koran kommt, sagt er, das ist Pflicht. Wenn etwas vom Propheten Muhammad kommt, was er befohlen hat, was er gesagt hat, ihr sollt das machen, dann sagt er, nein, 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 nein. Das ist Sunnah. Gibt er dem Wort Sunnah für diesen Hadith, für diesen Befehl vom Propheten Muhammad, weil er denkt, das muss ich nicht praktizieren. Ich muss nur das, was im Koran ist, praktizieren. Das ist ein falsches Verständnis, der bis heutzutage immer noch bei einigen Brüdern sind oder bei einigen Schwestern ist. Deswegen, liebe Brüder, liebe Schwestern, wenn wir zwischen Koran und Sunna unterscheiden, haben wir schon verloren. Und das wollen die Gegner von uns. Die Gegner vielleicht erreichen das niemals, dass jemand seine Religion verlässt und eine andere Religion nimmt. Aber sie erreichen das, dass wir unsere Religion nicht richtig praktizieren. Dass wir solche Gedanken in uns aufnehmen und dann je nach Gelüste dann von der Religion abschweifen und falsche Wege kommen. Der Prophet Muhammad ist zu gehorchen. Und wer sagt, ich gehorche nur Koran oder ich nehme nur Befehl vom Koran, dann nimm diesen Befehl vom Koran. Allah sagt im Koran, أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Gehorcht Allah, gehorcht dem Prophet. Allah sagt im Koran, gehorcht dem Prophet. Den Gesandten sollte man gehorchen. Wofür? Für das, was jeder bestrebt, so dass ihr Barmherzigkeit bekommt. Das heißt, Gehorchen vom Prophet ist ein Grund für die Barmherzigkeit. Wer hat dem Prophet Muhammad gehorcht? In den Befehlen, wie man essen sollte. In den Befehlen, wie man aussehen sollte. In den Befehlen, wie man zu seiner Frau sein sollte. In den Befehlen vom Prophet Muhammad, wie er mit den Menschen sein sollte. Wie er handeln musste. Dass er nicht huscht in seiner Arbeit. Das Befehl vom Prophet Muhammad. Wer uns betrügt, ist nicht von uns. Ist ein Befehl vom Prophet Muhammad, dass wir das Betrügen verlassen. Er sagt, wie du auszusehen hast, befehlt dir, musst du gehorchen. Deswegen ein Grund für die Barmherzigkeit Allah, dass wir den Propheten Muhammad richtig befolgen und gehorchen. Das ist Grund für die Barmherzigkeit. Und das ist die Chance hier in diesem gesegneten Monat, dass wir das Befolgen des Propheten Muhammad
praktizieren und dass wir ihm gehorchen in das, was er befohlen hat, das, was an Ramadan-Regeln gilt oder was außerhalb von Ramadan zu machen ist, sollte man dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehorchen. Und auch ein Tor von der Barmherzigkeit, sehr viele Tore von Barmherzigkeit haben sich geöffnet, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Ein Tor von Barmherzigkeit, liebe Brüder, liebe Schwester, ist die Vergebung, die Allah subhanahu wa ta'ala für diesen Monat gegeben hat. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt denjenigen, der fastet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, man sama Ramadan imanan wa ihtisaman, wufira lahum ma taqaddama min dhanbih. Wer Ramadan aus Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala und Erwartung von Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala aus dem Grund fastet, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala seine Sünden tilgen. Das gleiche gilt für Qiyam von Ramadan, wer Salat und Tarawih verpasst nicht die Salat und Tarawih. Wer das für Allah subhanahu wa ta'ala betet, aus Glaube an ihn und aus Erwartung von Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala seine Sünden tilgen. Und auch erwischt Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr an sich, wer sie erwischt, die wird vergeben all das, was er vorher gemacht hat. Aber eine Bedingung, liebe Brüder und Schwestern, und die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala für die Sünden ist mit einer Bedingung, wenn man die großen Sünden verlässt. Die großen Sünden muss man Taube davon machen. Deswegen ist diese Tor von Barmherzigkeit und von Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala geöffnet worden, damit man Taube macht, damit man zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt und ruft jedem, dass er zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala kehrt, sagt, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. O ihr meine Diener, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht uns an, obwohl wir in Sünde sind, spricht er uns an, o meine Diener, die sich maßlos sozusagen die Sünden gemacht haben, maßlos, ihr sollt nicht von der Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen, solltet ihr nicht das aufgeben, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit euch barmherzig ist. Allah vergibt alle Sünden. Deswegen sollte keiner, egal wie viele Sünden er gemacht hat oder wie schlimm die Sünden die er gemacht hat, sollte er niemals von Allah subhanahu wa ta'ala sich abwenden. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt ihn, wenn er zurück zu ihm kehrt. Und er liebt es, wenn der Diener zu ihm zurückkehrt. Lasst uns zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren in diesem gesegneten Monat. Und lasst uns die Tür der Barmherzigkeit, die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen nehmen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala nennt seine Vergebung eine Barmherzigkeit. Und die größte Barmherzigkeit, das ist das Tor, das sich geöffnet hat für spezielle Diener. Die Diener, die Allah subhanahu wa ta'ala auserlegt hat. Die Diener, die Allah subhanahu wa ta'ala verhilft. Wie ich einmal gesagt habe, dass wir was erreichen im Ramadan, dass wir Allah dienen, dass wir den Ramadan so sozusagen ausnutzen, wie es Allah zufrieden stellt und dass wir von Schlechtem wegkommen, das ist nur Tawfiq von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist nur Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Ohne diese Hilfe wären wir gar nichts. Würden wir falsche Wege gehen, würden wir Ramadan halbwegs sinnvoll ausnutzen. Deswegen sollten wir diese Tor, immer an diese Tor denken. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt die Träger des Throns, das sind die Malaika, die den Thron tragen. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Die lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ und glauben an ihren Herrn. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Sie bitten um Vergebung, die Malaika, bitten um Vergebung für diejenigen, für die Gläubigen. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. O Allah, O mein Herr, O unser Herr, du umfasst alles mit Barmherzigkeit und mit Wissen. Das ist Dua von Malaika. فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلًا. So vergib Allah diejenigen, die um Vergebung bitten und diejenigen, die deinen Weg folgen. Vergib sie, die Malaika bitten um Vergebung für wen? Für denjenigen, der Tauba macht. Und dann sagen die, وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Und hüte sie von den Höllenfeuer und von der Strafe von dem Höllenfeuer. رَبَّنَا
O Allah, O unser Herr, وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. O unser Herr, lass sie in den Paradies eintreten, in den Gärten eintreten, die du versprochen hast für sie und für diejenigen, die sozusagen rechtschaffen waren von ihren Vätern und von ihren Frauen und von ihren Kindern. Guck mal, Dua von Malaika für uns, für unsere Väter, für unsere Kinder, für unsere Frauen. Dua von Malaika, dass wir im Paradies reintreten. Waqihim as-sayyi'at. Dua von Malaika. Waqihim as-sayyi'at. O Allah subhanahu wa ta'ala, bring sie weg von den schlechten Taten. Wer diese Dua erwischt hat in Ramadan, der sieht sich in diesem Ramadan. Nähert sich nicht den schlechten Taten. Ist nur beschäftigt mit guten Taten. Beschäftigt mit Dhikr von Allah. Beschäftigt mit Koran. Beschäftigt mit Spenden, Fasten. Geht nicht zu unnötigen Sitzungen. Bleibt nicht lange wach im Internet, wo er Videos oder Facebook oder in irgendeine Fitna reingerät. Lässt seine Zeit nicht verschwinden in Fußball gucken und in dieser sozusagen Sucht vom Fußball. Das ist derjenige, den Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt hat. Für diesen Monat, dass er nun bei Allah bleibt. Für diesen Monat, dass er nicht wegschaut von Allah subhanahu wa ta'ala. Für diesen Monat, dass er nicht wegkommt von dieser Tür. Tür der Barmherzigkeit, die Allah geöffnet hat. Stell dir mal vor, ein Tor der Barmherzigkeit öffnet sich vor dir und du kehrst. Wendest dich ab von diesem Tor, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns verhilft, gute Taten zu machen und vom Schlechten wegzukommen, von unnötigen Sachen wegzukommen. Das ist der Dua von dem Malaika. Wen das erwischt hat, der verbringt den besten Ramadan. Was macht er? Er bleibt bei Allah subhanahu wa ta'ala, bleibt in den Häusern von Allah subhanahu wa ta'ala, kehrt weg von Fitna, geht nicht auf die Straße, wo er die Frauen, die nackten Frauen sieht. In diesem Sommer geht nicht, wo Fußball sozusagen manche Muslime oder Yadu Billah, die gehen sozusagen bei Cafés, wo die Kuffar Alkohol trinken und jubeln und so weiter. Und sie jubeln mit. Was jubelst du? Was jubelst du? Was machst du? Worauf freust du dich? Wer ist Paradies eingetreten von diesen 11 Leuten? Und selbst wenn ein anderer Paradies eintreten, bedeutet, du bist noch nicht in dem Paradies. Selbst wenn diese elf, wenn die Fußball spielen und gewinnen und im Paradies reintreten, wo ist deine Freunde? Was hast du erreicht? Und natürlich gehen sie nicht sozusagen den Paradiesweg. Sie machen ja nicht das Richtige. Aber ich meine, warum freust du dich? Die Freude ist, wenn du im Paradies bist. Die Freude ist, wenn dieser Ramadan mit diesen geöffneten Toren von Barmherzigkeit kommt und Allah lässt dich reintreten in diese Barmherzigkeit, dass du von dem Schlechten wegkommst. Waqihim as-sayyi'at. Bringe sie von dem Schlechten weg. Guck mal, was die Malaika sagen. Achtet auf diesen Dua. O Allah, wen du das Schlechte weggebracht hast, vom Schlechten weggebracht hast, dem hast du die Barmherzigkeit gegeben. Wer gerettet ist von der Fitna in diesem Ramadan, dass er nicht in schlechten Wege ist, dem wirst du an dem Tag, der hat an diesem Tag deine Barmherzigkeit bekommen. Die Barmherzigkeit, Allah subhanahu wa ta'ala, in diese Dunya, dass man nicht in Sünden gerät, dass man nicht mit Sünde beschäftigt ist, dass man mit guten Taten beschäftigt ist, vor allem in diesem Monat, gesegneten Monat von Ramadan. Und die Barmherzigkeit im jüngsten Tag, dass er keine Strafung sieht für die schlechten Taten, die er gemacht hat. Das ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala für den Rest von Ramadan unsere Herzen auf ihn zukommen lassen und nie abgelenkt werden lassen von Allah subhanahu wa ta'ala, von dieser Tür der Barmherzigkeit. Denn nicht jeder schafft das und man wird schwach. Und man sieht, wie die Muslime schwach einer nach der anderen wird. Denn den Allah subhanahu wa ta'ala verhilft, den hat Allah subhanahu wa ta'ala eine große Barmherzigkeit gegeben.
Tor von Barmherzigkeit öffnet sich. Wir kehren den Rücken zu diesem Tor. Möge Allah SWT unsere Herzen befestigen. Und auch ein Tor von Barmherzigkeit hat sich geöffnet. Der Dua, Dua, Bittgebet für uns, für unsere Familien, für unsere Frauen, für unsere Kinder. Die neue Generation braucht viel Dua von euch. Das, weil ihr den Dua vernachlässigt habt, ist ein Grund, dass eure Kinder zerstört werden, dass eure Kinder manipuliert werden. Ihr macht ja kein Dua. Ihr denkt, eure Kinder, wenn du rechtschaffen bist und kein Dua machst, braucht dein Kind kein Dua, wird dein Kind automatisch rechtschaffen. Wer ist rechtschaffener als Ibrahim a.s., der sagt, oh mein Herr, lass mich die Götzendiener vermeiden, mich und meine Kinder, dass wir nicht in Götzendienerei kommen. Der hat Angst vor Schirk. Der Symbol für Tauhid hat Angst vor Schirk. Macht Dua. Macht Dua für eure Kinder. Macht Dua für unsere Familie, für unsere Brüder. Überall auf der Welt, jedem, dem ein Haar gekrümmt wird, müssen wir Mitleid haben, müssen wir mitfühlen. Das ist sozusagen der Herz des Gläubigen. Ist immer ein Dua. Zu Allah subhanahu wa ta'ala wendet er sich. Denn Tor von Dua hat sich geöffnet im Ramadan. Für den Fastenden gibt es ein Dua, der akzeptiert wird. Jeden Tag hast du Chance für Dua. Mach Dua, so viel du kannst. Mach Dua für die Geschwister in Syrien, in Irak, in Palästina, in Burma, in jedem Ort, wo du hörst, einem Muslim passiert etwas. Mach Dua für ihn. Wir brauchen diesen Dua. Das ist die Barmherzigkeit, die sich geöffnet hat in diesem Monat. Warum ist Dua Barmherzigkeit? Weil Allah subhanahu wa ta'ala den Dua als die Erhöhung von Dua als Barmherzigkeit genannt hat. Als Ayyub alayhi salam, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat: "Wa Ayyuba ibnada rabbahu anni massani ad-dur." Ayyub, als er seinen Herrn gerufen hat: "Mir ist das Schlechte gekommen." Und ihr kennt alle Ayyub, was ihm getroffen ist von einer fallenden Krankheit. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ. Du bist der Allerbarmer, der am meisten Barmherzigkeit hat. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. Dann haben wir sein Dua erhöht. وَفَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ. Und wir haben das, was er an Krankheit hatte, haben wir das weg von ihm gemacht. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ. Und wir haben ihm seine Frau und seine Familie zurückgebracht. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. Und das Doppelte mit. Das heißt, er hat nicht nur seine Familie bekommen, er hat dann noch mehr Kinder und mehr Nachkommenschaft bekommen. رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا. All das ist eine Barmherzigkeit von uns. Die Barmherzigkeit, die dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Gebet erhört hat. Das ist eine Barmherzigkeit für dich, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dein Gebet erhöht. Aber was musst du machen? Du musst viel Dua machen. Du musst wissen, was die Benehmensregel von Dua ist. Du musst Allah subhanahu wa ta'ala loben und mit schönsten Namen und Eigenschaften rufen und deine Verdienst von Halal machen, damit Allah subhanahu wa ta'ala dein Dua erhöht. Dann solltest du mit Bewusstsein und mit einer Gewissheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala dein Dua annimmt, solltest du Dua machen, wo du eine Ikhlas hast, reine Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala und eine Gewissheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala von dir annimmt und dich voreilig sein, wo ist das Ergebnis, wo ist das Ergebnis. Sei sicher, dass das Ergebnis kommt. Sei sicher, dass Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen von dir erhöht. Aber er liebt das, dass du dich unterwirfst, dass du dich klein machst, dass du ihm flehst und bittest. Das liebt Allah von dir. Das ist in Ubudiyya, wie ich in der letzten Khutbah gesagt habe, dass man sich zerbricht für Allah subhanahu wa ta'ala. Das liebt Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist diese Tor von Barmherzigkeit, das sich geöffnet hat in diesem Monat, dass man jeden Tag Chance hat für Dua. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen, dass es ein akzeptierter Dua gibt in diesem gesegneten Monat. Auch zu der Barmherzigkeit, Toren von Barmherzigkeit hat sich geöffnet in diesem Monat. Einer von den Toren von Barmherzigkeit ist der Sabr, die Geduld. Und dieses Fasten an sich ist eine Praxis von Geduld. Denn Geduld, wenn man das sozusagen definiert, ist das, dass man seine Seele sperrt von sozusagen von das, was sie begehrt.
Und das Fasten ist eine Praxis von Geduld, dass man seine Seele sperrt von das Essen und Trinken, was man eigentlich begehrt, und von das Geschlechtsverkehr, was man eigentlich begehrt. Das hält man zurück und das hat man sozusagen als Form von Sabr. Fasten ist Sabr. Fastenmonat ist Sabr. Und Sabr ist ein Grund für die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, verkünde den sozusagen geduldigen frohe Botschaft. وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Diejenigen, wenn ihnen was trifft, sagen sie, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Wir gehören Allah und wir kehren zu Allah zurück. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Diejenigen bekommen Salawat von Allah subhanahu wa ta'ala, den sozusagen guten Ruf von Allah subhanahu wa ta'ala, Salawatun min Rabbihim وَرَحْمَةٌ, und bekommen auch die Barmherzigkeit. Das heißt, das Sabr an sich ist ein Grund für die Barmherzigkeit. Und wir verhalten uns in diesem gesegneten Monat geduldig, wenn wir unser Essen und Trinken verlassen. Obwohl das in diese Zeiten, in die Sommerzeiten vielleicht längere Tage hat, aber diese Sabr hat was an sich, dass du Belohnung bekommst und dass du die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala bekommst. Das ist ein Tor von Barmherzigkeit, das sich geöffnet hat. Auch ein Tor, das sich geöffnet hat in diesem gesegneten Monat, aber wo sich viele, viele nicht in diese Tor sich befinden. Liebe Brüder, liebe Schwestern, derjenige, der schlau ist, der jede Gelegenheit nutzen will, sucht alle Toren von Barmherzigkeit und geht eine nach der anderen. Hier will ich Barmherzigkeit, hier will ich Barmherzigkeit, hier will ich Barmherzigkeit. Aber bei diesem Tor findet man leider sehr wenige Leute. Was ist dieses Tor von Barmherzigkeit? Die Sitzungen von Ilm, die Sitzungen von Lernen von Koran und Sunnah. Hier sieht man kaum jemand. Man sieht in Jum'ah Leute, man sieht in Gebeten, in Tarawih Leute. Aber wenn es Sitzungen gibt, wo wir Koran lernen, es gibt hier Programm in der Moschee, jeden Dienstag und Donnerstag kommt der Bruder Abu Jamal, erklärt uns den Koran. Das ist ein Grund für die Barmherzigkeit. Allein dieser Grund von Barmherzigkeit ist einer der größten Gründe, dass du die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala bekommst. Auch der Prophet Muhammad sagt, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. Also keine Leute, die sich in einer der Häuser von Allah subhanahu wa ta'ala sich versammeln und rezitieren das Buch von Allah subhanahu wa ta'ala und studieren das Buch von Allah subhanahu wa ta'ala unter sich, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala auf sie die Zufriedenheit oder die innerliche Zufriedenheit herabsendet und umhüllt sie die Barmherzigkeit. Guck mal, eine Umhüllung von Barmherzigkeit kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, und die Malaika, die Engel, werden sie umgeben und Allah wird sie erwähnen bei denen, die bei Allah sind. All diese großen Sachen, die sich jetzt angeboten haben in diesem gesegneten Monat, dass man zu den Sitzungen von Ilm kommt, dass man in den Sitzungen vom Verstehen von Koran und Sunnah, Verstehen von der Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn das Lesen ist etwas und das Verstehen ist etwas, was eigentlich das Ziel von Lesen ist. Warum liest man irgendwas? Warum liest man ein Buch? Damit man das versteht, damit man weiß, was da drin steht. Und wenn sich die Möglichkeit anbietet, den Koran zu studieren, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu studieren, dann sieht man sehr wenige Leute. Mit Mühe bekommt man die zusammen. Leider, leider. Einige sitzen nur, weil sie schämen. Ansonsten würden sie gehen. Wo sind unsere Herzen für diese Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, die sich um uns hüllt, wenn wir diese Sitzung wahrnehmen und dieses Tor von Barmherzigkeit wahrnehmen? Deswegen achte ich darauf oder betone ich das oder ermahne ich eure Herzen. Kommt zu solchen Sitzungen, wo ihr inshallah profitiert. Auch ein Tor von Barmherzigkeit, damit man die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, ist, dass wir uns gegenseitig mit Barmherzigkeit behandeln müssen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Diejenigen, die barmherzig sind, Allah wird, der Barmherzige wird mit ihnen barmherzig sein. Yarhamuhum ar-Rahman. Der Barmherzige wird mit ihnen barmherzig sein. Mit wem? Mit dem Barmherzigen. Eine Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und deswegen liebt er auch diese Eigenschaft zu geben an diejenigen, die diese Eigenschaft haben. Die Barmherzigkeit. Wer
sich mit dieser Barmherzigkeit befasst und die anderen mit Barmherzigkeit behandelt, bekommt als Belohnung die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala und achtet auf die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, ist nicht wie deine Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala ist 99 Teile, die Allah noch für seine Gläubigen aufgehoben hat. Willst du dich, dass dich diese 99 Teile treffen? Sei barmherzig mit den anderen, mit deinen Brüdern. Zur Barmherzigkeit zu den Brüdern gehört, oder sagt der Prophet Muhammad, die Barmherzigen, wird Allah mit denen barmherzig sein. Seid barmherzig mit denjenigen, die auf dieser Erde sind. So wird mit euch Allah barmherzig, oder derjenige, der über die Himmel ist, wird mit euch barmherzig sein. Deswegen brauchen wir in diesem gesegneten Monat eine Barmherzigkeit untereinander, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir sozusagen die Armen helfen, die Bedürftigen helfen, die Kranken helfen, die sozusagen Familien, barmherzig zu der Familie sind. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, sozusagen der Überlieferer, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war sozusagen am großzügigsten in Ramadan. Der war der großzügigste von den Menschen und am großzügigsten war er in Ramadan. Und sogar beschreibt ihn, er war mehr als die Geschickte oder diese Wind, die Allah subhanahu wa ta'ala mit sehr viel Khair schickt. Und der Wind hat zwei Eigenschaften, liebe Brüder, liebe Schwestern. Der Wind kommt an alle. Und so war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat so viel wie möglich sozusagen von Barmherzigkeit und von Güte abgegeben und war schnell. Denn Wind hat auch die Eigenschaft, dass es schnell ist. Dass wir, wenn wir zum Beispiel einen Ruf machen, hilft eure Brüder und so weiter, dann kommt nach einem Monat vielleicht oder nach zwei Monaten oder kommt sozusagen sehr träge. Nein, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war schnell in Hilfe von den anderen, weil er weiß, derjenige, der Hilfe braucht, er wartet jede Sekunde und das bricht ihm das Herz, wenn jemand zu spät kommt. Und trotzdem freut er sich, wenn die Hilfe kommt. Aber wer schnell ist bei Hilfe, das ist derjenige, der sich wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Beispiel an den Propheten gemacht hat. Deswegen sollten wir barmherzig sein. Zu wem sollten wir barmherzig sein, liebe Brüder, liebe Schwestern? Wir sollten an unsere Familien barmherzig sein, an unsere Väter, an unsere Kinder, mit unseren Frauen, mit den Brüdern, mit den Mitmenschen, mit allen Menschen sollten wir barmherzig sein, mit den Tieren sollten wir barmherzig sein. All das ist die Barmherzigkeit. Zu der Barmherzigkeit gehört auch, dass wir uns gegenseitig auch sozusagen Iftar von Sa'im, also das Essen, geben für den Fastenden. Das ist eine Barmherzigkeit, die speziell im Ramadan ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, man fattara sa'iman kutiba lahu mithla ajrihi la yanqusu min ajrihi shay. Wer einen speist zum Iftar, der bekommt die Belohnung von dem Fastenden, ohne dass die Belohnung von dem Fasten weggeht. Das heißt, der Fastende bekommt seine Belohnung und du bekommst das Gleiche, wenn du ihm zu essen gibst. Und das ist eine große Barmherzigkeit, die sich geöffnet hat in diesem gesegneten Monat. Auch zu der Barmherzigkeit, Toren von Barmherzigkeit, gehört auch die gute Eigenschaften, die gute Charaktereigenschaften. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auf die guten Charaktereigenschaften hingewiesen. Und die gute Charaktereigenschaft, dass man sich in diesem gesegneten Monat auch fastet mit der Zunge, fastet mit dem Körper, fastet mit seiner Akhlaq, das ist ein Grund dafür, dass du nicht nur Paradies bekommst, dass du in der Nähe vom Prophet bist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, die Nähersten von euch zu mir, Yawm al-Qiyamah, werden diejenigen, die den besten Charaktere haben. Arbeite an deinem Charakter. Lass deine Zunge fasten, dass du keine Schimpfwörter sagst. Lass deinen Körper fasten. Dein Blut sozusagen sollte nicht kochen, sollte nicht wütend werden, so schnell. Und leider, leider, im Gegenteil, der Muslim, wenn er im Ramadan ist, wenn er am Fasten ist, wird er sehr schnell wütend und kann es kaum ertragen, wenn jemand mit ihm redet. In normalen Tagen macht er nicht mal so. Aber wenn er am Fasten ist, lass mich in Ruhe, schnell wird er wütend, mit seiner Frau schnell Streit. Warum? Im Gegenteil, nimm Ramadan als eine Übung für dich, dass du den besten Charakter bringst. Was nützt das,
Fasten von Essen und Trinken, wenn du dabei keine Früchte trägst, wenn sich bei deinem Charakter nichts ändert, warum fastest du? Du fastest aus Glauben an Allah und du hoffst die Belohnung bei Allah SWT, dann sollte alles fasten. Deine Zunge fasten, deine Charakterzüge fasten, deine Wut solltest du in Kontrolle bekommen. Im Gegenteil, jetzt bist du schwach und der Fastende sollte sozusagen seine Kraft ausruhen. Nicht wütend werden, das nimmt von deiner Kraft weg. Solltest du gelassen sein, solltest du Akhlaq bekommen, solltest du Sabr lernen. Und so wird man sozusagen auch mit bester Art und Weise fasten. Und auch ein letzter Hinweis, liebe Brüder und liebe Schwester, die Barmherzigkeit, die sie geöffnet hat, ist, der Paradies ist auch eine Barmherzigkeit. Und das Paradies ist das Bestreben von jedem Muslim, wo er hinkommen will. Und die Barmherzigkeit im Paradies hat der Prophet Muhammad gesagt, in dem Hadith, wo Allah SWT sagt, er spricht den Paradies an, du bist meine Barmherzigkeit und bringe in dich rein von meinen Diener, wen ich will. Möge Allah SWT uns in diese Barmherzigkeit reinbringen, zu denjenigen gehören, die am besten fasten und von Schlechten abgelenkt werden und dass wir Allah SWT Zufriedenheit bekommen. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.